Lebendige Worte. Erster Teil. Das Tor. Matthäus, Kapitel 4, Vers 4. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wahrlich, wahrlich, was nützt das Brot, wenn der Mensch nicht bei Bewusstsein wäre? Wahrlich, wir sind viel zu sehr mit Brot beschäftigt, wissen aber herzlich wenig über das Leben. Wenn wir jedoch genauer hinsehen, dann stellen wir fest, dass der Mensch erst dann bei Bewusstsein ist, wenn er Worte und Stimmen in sich hören kann. Lautlose Worte, die er gleich beim Aufwachen in sich zu hören beginnt. Diese lautlosen Stimmen und Worte in uns bezeichnen wir als unsere Gedanken, innerer Dialog, Intuition und so weiter. Fakt ist jedoch, dass sie allesamt Worte und Gespräche sind, die wir innerlich hören. Ohne diese lautlosen Worte im Kopf ist der Mensch zwar körperlich am Leben, aber nicht lebendig. Er wäre wie ein angeschalteter Roboter, aber ohne Programm. Sprache ist also viel mehr als nur ein Werkzeug zur Kommunikation. Überlegen wir mal. Ohne Sprache ist sich der neugeborene Mensch im Grunde wie ein Tier, nur seines Körpers im Hier und Jetzt bewusst. Aber schon mit der Muttermilch beginnt er, die Sprache zu lernen und lernt dabei, statt zu schreien, seine Bedürfnisse in Worte zu fassen. Zunächst lautlos im Kopf. Und mit jedem neuen Wort kleidet er seine Welt weiter in Sprache, bis schließlich in seinem Bewusstsein eine unsichtbare Welt aus Worten entstanden ist, die nicht nur in seinem Bewusstsein existiert, sondern auch im kollektiven Bewusstsein der Gesellschaft widerhallt. Somit ist sich der Mensch also nicht nur seines Körpers bewusst, sondern auch einer unsichtbaren Welt aus Worten, die ewig und unendlich ist. Auf diese Weise aber erhebt sich der Mensch von seinem anfänglich tierischen, körperlichen Dasein zu einem erweiterten, göttlichen Dasein, denn er ist durch seine Worte und Sprache zum Schöpfer geworden. Ob Himmel und Erde, die Götter, das Universum, der Beginn der Welt oder die Unendlichkeit, all das und noch viel mehr hat der Mensch durch seine Worte erschaffen. Eine unsichtbare Welt der Worte, aber genauso real und existent wie die sichtbare Welt, auch wenn sie nicht direkt wahrnehmbar ist. Man könnte sagen, geistig bewegen wir uns in dieser unsichtbaren Welt der Worte, während wir körperlich in der sichtbaren Welt wandeln. Dennoch, für uns gelten Worte nicht als eigenständiges Dasein. Deshalb betrachten wir uns auch nicht als Götter. Worte können gedacht, ausgesprochen oder geschrieben werden, aber sie haben kein eigenes Sein und existieren nicht, weil wir nur das Sichtbare als wahres Dasein betrachten, die sogenannte Wirklichkeit. Alles andere existiere für uns nicht und werde als leeres Nichts bezeichnet. So auch die Worte, sie würden nur in unserem Kopf existieren, heißt es. Allerdings soll die Welt, wie wir sie kennen, nicht immer so gewesen sein, erzählen uns die Heiligen Schriften. Der biblischen Schöpfungsgeschichte zufolge war es Eva, die die Welt in das Sichtbare und das Unsichtbare, beziehungsweise in Wahr und Unwahr, aufteilte und damit auch die Worte ins Nichts verwandelte. Der Geschichte nach, am Anfang waren Adam und Eva im Paradies und konnten Gott hören. Doch eines Tages, weil Eva die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis unbedingt essen wollte, obwohl sie vor dem tödlichen Gift der Frucht gewarnt wurde, leugnete sie ihr Wissen und stellte die warnenden Worte, die sie in sich hörte, als leere Worte hin, die nicht wahr seien, solange das Gift der Frucht nicht zu sehen war. Nur das Sichtbare existiere in Wahrheit, entschied Eva, alles andere sei leeres Nichts. Eva aß also die giftige Frucht und gab auch Adam davon. Daraufhin wurden sie von Gott getrennt und aus dem Paradies vertrieben. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass Adam und Eva ihre Welt aus freiem Willen in wahr und unwahr aufgeteilt hatten. Wir hingegen haben keine Wahl, denn wir werden in einer Welt geboren, die bereits in wahr und unwahr aufgeteilt ist. Wobei der Mensch am Anfang keine Ahnung hat, wie die Welt aufgebaut ist. Die Welt, wie bereits erwähnt, beginnt erst durch Worte Gestalt anzunehmen.
während der Neugeborene die Sprache lernt, praktisch im Schoß der Mutter. Ihre Worte vermitteln dem Kind schon mit der Muttermilch, dass nur die sichtbare Welt in Wahrheit existiert. Es scheint, als ob in jeder Mutter weiterhin Eva zu dem Kind gesprochen hätte. Die Folge ist, dass sich der Mensch seit jeher in einer geteilten Welt befindet, zwischen dem Sichtbaren und dem unbekannten Nichts, ohne zu wissen, warum und wieso, während er innerlich im Bewusstsein ständig Worte und Gespräche hört, ebenso ohne zu wissen, warum und wieso. In seiner Welt müsste Gott selbst sichtbar werden, um wahr zu sein. Dass Gott von Anfang an nur ein Wort war, das kann der Mensch nicht mehr begreifen. Es steht geschrieben in Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Nun, was damals als das Wort bezeichnet wurde, können wir heute als Schallschwingung verstehen. Sie werden aber als Wort bezeichnet, weil unser Bewusstsein sie als Klang erkennt und je nach Art der Schwingung in Laute umwandelt, aus denen dann Worte entstehen. Das würde also bedeuten, alles in unserer Welt ist durch Schallschwingung bzw. Schwingung entstanden. Eine Beschreibung, die heute wissenschaftlich bewiesen ist. Diese Schwingungen umgeben uns wie die Luft. Wir nehmen sie tief in unserem Körper auf und absorbieren ihre Schallenergie. Deshalb sind wir Menschen musikalisch und lieben es zu tanzen. Außerdem nehmen wir diese Schwingungen beim Atmen auf, um den Sitz unseres Bewusstseins zwischen den Augenbrauen mit Schallschwingungen zu versorgen, genau wie wir unsere Lungen mit Sauerstoff versorgen. Im Bewusstsein werden die Schwingungen kontinuierlich erkannt und in Worte umgewandelt, damit unsere menschliche Welt aufrechterhalten wird. Ähnlich wie in einem Prozessor ununterbrochen Stromsignale umkodiert werden, damit die virtuelle Welt bestehen bleibt. Das ist der Grund, warum wir ununterbrochen in uns Worte hören oder träumen, wenn wir schlafen. Unser Bewusstsein erkennt die eingeatmeten Schwingungen unablässig weiter und wandelt sie in lautlose Worte um, die wir im Schlaf auch als lichtlose Bilder erkennen können, da sie vom Licht des Tages nicht bedeckt werden. Bedenken wir, das unbekannte Nichts, aus dem alles erschienen ist, es steht nicht nur am Anfang der Schöpfung, hinter dem Urknall, sondern begleitet uns auf ganzem Wege. Denn ohne das Nichts gäbe es weder einen Anfang noch ein Ende in unserer vergänglichen Welt, wo alles einmal im Nichts beginnt und wieder im Nichts endet. Also, das unbekannte Nichts ist immer gegenwärtig. Es erschafft diese Welt gerade dadurch, dass es das Nichts ist. Wir bezeichnen es aber als das Nichts, weil wir es nicht sehen können. Doch wir können es in uns hören, denn es besteht ebenfalls aus Schwingungen und wandelt, wie wir, in der Welt der Worte. Wir verdrängen aber diese lautlosen Worte in uns, weil wir keine Erklärung haben, woher sie erscheinen, und überdecken sie, indem wir selbst in uns Gespräche führen, was wir als Denken bezeichnen. Wenn wir jedoch still werden und dem leisen Klang unseres Atmens folgen, hören wir es in uns sprechen. Seine Worte beschreiben das, was wir mit Augen und Ohren nicht erkennen können, nämlich den allerinnigsten Kern des Daseins. Es steht geschrieben im ersten Buch Moses, Kapitel 28, Vers 15: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.